In der Welt von Nathalie Girt ist es still. Sie ist von Geburt an taub. Weder Musik noch Lachen oder Rufen hatte sie je gehört. Als Kind hat Nathalie gelernt, von den Lippen abzulesen und so ihr Gegenüber zu verstehen. Und sie lernte sogar sprechen. Mit 30 Jahren trifft Nathalie eine schwere Entscheidung. Sie will sich operieren lassen, um endlich hören zu können. Grüße, Banane, aber ich möchte Vögel singen hören. Ich möchte einen Parsel vorbeifahren hören. Ich möchte die Stimme von meinem Freund hören. Ich möchte meine Kinder lachen hören. Es gibt so viele Dinge. Ich möchte einen Löwen brüllen hören. Fast 13 Jahre ist das inzwischen her. Oktober 2020. Nathalie lebt heute mit einem künstlichen Gehör. Jetzt in Corona-Zeiten fehlt ihr das Lippenlesen, das ihr früher geholfen hat, alles zu verstehen. Ich bin taub, ich lese von den Lippen ab. Jetzt nehmen Sie mal Mann übersetzen. Ja. Es gibt Eukalyptus, große Blätter und kleine Blätter, ne? Geht dann lieber einmal mit großen und einmal mit kleinen, bitte. Ist es um sie herum laut, kann sie kaum etwas verstehen. Ihr Lebensgefährte Johannes muss übersetzen. Dadurch ist auch alle die Masken draußen tragen. Da wird es schon für mich schwierig, weil ich dann auch nicht mehr merke, ob jemand mich ruft, ob auch so kleine, unwichtige Banalitäten kann ich unterscheiden. Sagt jemand mir was Wichtiges, sagt jemand mir was Unwichtiges. Also ich merke, so langfristig wird das schon eine Einschränkung. Wie anfällig ihr neues Leben als Hörende trotz Cochlea-Implantat sein kann, merkt sie jetzt, wenn alle hinter Masken sprechen. Das Implantat ist ja damals, vor mittlerweile 12 Jahren, eingepflanzt worden. Einfach mit dem Fokus darauf, viel mehr zu hören, mehr mitzubekommen von der Welt, von den Menschen. Aber es gibt trotzdem im Alltag und im Leben immer wieder Situationen, wo ich auch an die Grenzen komme. April 2008. Zu dieser Zeit ist Nathalie noch taub. Sie hört kein Vogel singen, keine Geräusche, keine Worte. Sie trägt Hörgeräte, die ihr minimales Restgehör stimulieren, um wenigstens den Hauch eines Geräusches wahrzunehmen. Mit ihrem Lebensgefährten Johannes lebt Nathalie in Frankfurt am Main. Am liebsten geht sie in Geschäfte, in denen man sie kennt. Ein Sträußchen oder eine Pflanze? Sträußchen. Sträußchen? Ein kleines. Ja? Ja. Welche Farben? Orange. Orange? Okay. Was darf es kosten? Hier muss sie nicht erklären, dass sie taub ist, von den Lippen abliest und ihr Gegenüber sie deshalb anschauen muss. Oder die? Die finde ich auch gar nicht schön. Die Fräschen? Ja. Fräschen? Hm? Fräschen. Gut. Das ist sehr schön aus. Ja. Schon die Größe? Oder? Ja. Okay. Einfach nicht, ich jetzt nicht bisschen, aufwendig. Ja, ein bisschen Grün noch dazu. Ja, ja? Ein bisschen noch. Okay. Ja, danke. Ich fühle manchmal mich ein wenig im Niemandsland zwischen der Hörenden und der gehörlosen Welt. Ja, das ist Ihr Strauß. Ich bin zu taub, um in der hörenden Welt zu sein, aber schon viel zu sehr an der hörenden Welt orientiert, um in der gehörlosen Welt zu sein.
Und das macht das manchmal das Anstrengen, dieses Gefühl der Unzugehörigkeit, der definitiven Unzugehörigkeit. Natalie wird 1977 geboren. Ihr Vater hat die ersten Lebensjahre in einem Album festgehalten. Hier, die Kasten. Weil Natalie mit 1,5 Jahren noch immer nicht sprechen kann, vermuten die Großeltern, dass sie taub ist. Wie war es damals genau, was ihr mitbekommen habt oder erfahren habt, dass ich nichts höre? Erstmal ist es wie bei einer schweren Krankheit. Man verleugnet, ja, oder versucht zu leugnen. Ja. Und wenn das nicht mehr geht, dann kommt natürlich ja, auch so eine Trauer durch, dass all die Wünsche und Hoffnungen, die man in so ein Kind projiziert hat, nicht in Erfüllung gehen können. Ja, also war für mich irgendwie unvorstellbar, wie eine Beziehung ohne Sprache funktionieren soll. Ja, ja, und dann habe ich mir vorgestellt, dass du nicht glücklich werden kannst. Und das war schon sehr traurig. Würde ja sein, so in die Richtung gemacht, mich so möglichst normal zu erziehen, aber auch mich normal zu machen, also wie eine hörende Praxis. Natalie ist 2, als die Eltern Rat suchen in der Schweiz. Die Gehörlosenpädagogin Susanne Schmid-Giovannini lehrt entgegen der damals herrschenden Praxis tauben Kindern das Sprechen. Sprich mit mir. Sprich mit mir. Sprich mit mir. Wie die anderen Taubenkinder lernt auch Natalie, wo welcher Laut gebildet wird. Wieder und wieder muss sie die richtige Mundstellung üben. So schön. So schön. Jawohl. Jeder Satz, den sie oder jedes Wort, was sie gesprochen hat, musste korrigiert werden. Es wurde korrigiert, nochmal korrigiert und immer wieder. Und dann hat sie Sprachtraining gehabt, dann hat die Mutter mit ihr geübt, dann wurde beim Essen oder wann immer man zusammen war, war das allgegenwärtig. Und dabei dann zu bleiben und das so durchzuziehen, das war schon deine Mutter. Natalies Mutter schaut sich genau ab, wie sie mit ihrer Tochter üben muss. Unermüdlich geht dann das Sprachtraining zu Hause weiter. Das ging so zum Beispiel im Alltag, wenn ich etwas haben wollte, dann konnte ich nicht einfach nur sagen, Tee oder auf den Finger zeigen, sondern meine Mutter hat gesagt, sag schon, was du möchtest. Und dann würde ich halt sagen, ich möchte bitte Tee haben. Und wenn ich das nicht deutlich genug ausgesprochen habe, meine Mutter hat gesagt, sag nochmal, nochmal. Es gab so eine Situation, und meine Mutter und ich beide am Ende mit den Nerven fertig waren. Und wir beide weinen mussten, weil es einfach so anstrengend war. Mit all ihrer Energie strebt Natalies Mutter an, ihre Tochter soll sich einmal selbstständig zurechtfinden in der hörenden Welt. Das hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass du deinen Weg gehst und das schaffst. Und dann war auch diese Trauer weg, ja, wo ich gemerkt habe, du schaffst das, du kannst dein Glück selber in die Hand nehmen. Und was geblieben ist, ist die Trauer über diese Anstrengung.
Geräusche, auch den Verkehr, nimmt Natalie dank ihrer Hörgeräte nur wie einen weit entfernten Hauch wahr. Verlassen muss sie sich auf ihre Augen. Trotz ihrer Taubheit versucht Natalie ein normales Leben zu führen. Sie hat Architektur studiert und arbeitet als freie Architektin für ein Büro. Sie visualisiert Gebäude auf der Basis von Plänen. Den Kontakt mit Bauherren hält Natalie schriftlich. Direkte Absprachen sind schwierig. Egal wie laut das Telefon ist, kann ich gar nicht reingehen, weil ich da nicht verstehe, was gesagt wird. Bei direkten Kundennachfragen helfen Kolleginnen. Was Natalie von Mundstellung und Mimik nicht ablesen kann, ergänzt sie durch Kombinationsgabe. Ja. Hat sie noch mal die Frage gestellt, wie in diesem komischen Pilz auf dem Park? Okay, und was mit dem Pilzkopf auf dem Boden? Spaltklinker. Okay, ja. Schönen Gruß noch. Schönen Gruß von der Natalie. Ich hatte für mich beschlossen, so kann ich nicht weiterarbeiten. Und so möchte ich nicht weiterarbeiten. Ich möchte nicht heute spüren müssen, dass ich nicht telefonieren kann, dass ich nicht hören kann. Mit 31 Jahren entscheidet sich Natalie für eine folgenschwere Operation. Ein Cochlea-Implantat. Oberärztin Silke Helbig klärt Natalie auf. Hallo Frau Giertz. Herzlich willkommen erstmal hier in der Klinik. Ja. Die Hörgeräte ausziehen. Die Hörgeräte einmal kurz ausziehen. Mit einem Cochlea-Implantat können taube Babys ihr Hörvermögen gut entwickeln. Ältere Menschen, die vorher nie gehört haben, müssen das Hören ja, das komplett neu lernen. Sie haben keine Angst, hoffe ich, vor der ganzen Geschichte. Was? Keine Angst, hoffe ich, weil die müssen sie nicht haben. Nee. Was wir machen, es wird letztendlich der Schnitt hinterm Ohr erfolgen. Hier in etwa da unter dem Hörgerät jetzt verlaufend. Ja. Und wir gehen dann relativ nah vor dem Gesichtsnerven und hinter dem Geschmacksnerven ein ins Mittelohr. Also es ist bedenklich, dass ich schon 31 bin, weil ich habe gehört, dass man das Cochlea-Implantat hauptsächlich bei kleinen Kindern einsetzt, die gar keine Hörerfahrung haben. Bei Ihnen ist der Fall anders. Also Sprache haben Sie gelernt. Also Ihr Gehirn hat gelernt, Sprache zu verstehen. Also wir können nicht vorhersehen, wie viel Sie letztendlich mit diesem Implantat verstehen hinterher von Sprache. Aber Sie haben sehr gute Chancen, dass Sie damit gut hören. Seit 2 Jahren wohnen Natalie und Johannes zusammen. Wenige Wochen sind es noch bis zur Operation. Möchtest du die Kartoffeln schon mal anmachen, Natalie? Die Kartoffeln schon mal anmachen, meintest du? Ja. Natalie und Johannes haben sich beim Tanzen kennengelernt. Oh, jetzt tränen mir die Augen. Du hast einen großen Tag, oder? Ja. Ja. Tränen die Augen. Ja. Zwiebeln. Johannes arbeitet als Analyst für eine Firma. Abends nach Feierabend kochen beide häufiger zusammen. Die Operation machen und danach wesentlich nicht mehr höre und auch nicht mehr auf das Lippenleben angewiesen bin und nicht sprechen kann. Hast du da Angst, dass sich das verändern könnte? Ob sich dir was ändert? Ich glaube nicht. Es bereichert vielleicht. Und im ersten Moment ist es ein großer Schritt für dich. Aber ich habe im Moment das Gefühl, wir reden wesentlich bewusster miteinander, als wir das mit anderen Leuten oder ich mit anderen Leuten dann manchmal tun. Was ganz normal ist, dass man irgendwas sagt im Rausgehen, wenn man den Raum verlässt, wenn man sich irgendwas zuruft. Besonders abends, wenn es dunkel ist, kann Natalie kaum Mimik deuten und Lippen lesen. Stimmt. Das ist komplett anders. Ja. Aber Trick, Track und wie heißt der? Ja. Und nichts zu sehen und nichts zu hören. Momente, in denen sie sich häufig ausgeschlossen fühlt. Also wenn man nicht hört, nicht sieht, ist ein bisschen wie tot sein.
Und ich glaube, das macht jeden normal denkenden Menschen auch etwas Angst. Alkoholmüde, wenn man nachts im Bett ist, hört man gar nichts mehr. Und ich küsse seinen eigenen Atem nicht und ich fühle sie wirklich tot an. So hat Nathalie auch als Kind empfunden. Mein Vater hat jeden Abend 4 Stunden Musik gehört. Und ich hatte ein Bett mit einer Federkernmatratze. Und das Federkern reagiert sehr stark auf Schwung. Und die Musikanlage war ziemlich unter meinem Bett. Und die war auch ziemlich monströs. Und die war auch laut. Also mein Vater fand es einfach wunderschön, abends 4 Stunden richtig laut Musik zu hören. Und diese Musik, die ich nachts gespürt habe, durch die Federkernmatratze und auch durch die Wände und auch durch den Teppichboden, das Vibrieren und das Summen und den Rhythmus, ist sehr beruhigend gewesen. Wenn ich die Hand drauflege und die Musik hat einen Bass oder einen Rhythmus, dann ist die Hand auf der Box oder auf dem Boden für mich mein roter Faden in der Musik. Also am Anfang hört sie für mich sehr fröhlich an, wie ein Mädchen, was so ein bisschen über eine Blumenwiese hüpft. Les Pläne, die Kränen, et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. C'est un peu wild, ja, c'est un peu so. Wie man ein bisschen wild tanzen würde oder so. Nathalies Kindheit ist geprägt vom unermüdlichen Engagement ihrer Mutter. Sie fordert Nathalie ständig heraus. Und ich denke, dass sie mit ihrer Erwartungshaltung relativ viel Erfolg hatte. Und dass sie dadurch gemerkt hat, ach, das geht aber gut. Dann fing sie an, mich zum Turnen zu schicken, zum Tennis zu schicken, zum Ballett. On en était plus là. Da hat meine Sprachlehrerin gesagt, du bist verrückt. Kann sie sich zum Ballett schicken? Sie hört die Musik nicht. Und meine Mutter, ach doch, doch. Dann schafft sie es ja. Und ich guck dann einfach, was die anderen Mädchen machen. Und dann macht sie einfach nach. Und das ging. Und ich habe tatsächlich 13 Jahre lang getanzt. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On en était plus là. Nathalie soll sich als Gehörlose nicht fremd fühlen in der Welt der Hörenden. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris. Also meine Mutter war ein bisschen oft ist sie geplatzt vor Stolz, wenn sie irgendwie mit mir irgendwo hingegangen ist und gesehen hat, dass ich wie ein freches Kind war. Die enge Beziehung zur Mutter ist zugleich Nathalies Verbindung zur Welt der Hörenden. In diesem Osterurlaub im Jahre 1981 ahnen weder Mutter noch Nathalie, dass ihre gemeinsame Zeit begrenzt ist. In Graubünden in der Schweiz verbringt die Familie unbeschwerte Tage. Wieder zeigt die Mutter Nathalie etwas Neues. Das Skifahren. Kurz darauf wird Nathalies Mutter von der bitteren Diagnose erfahren. Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie ist selbst Ärztin und weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird. Der Tod, wie macht man es einem taten Kind klar? Und da hat mein Vater mit mir, während meine Mutter im Krankenhaus war, einen großen Schneemann gebaut und hat mich gefragt, was passiert mit dem Schneemann, wenn der Sommer kommt? Und dann habe ich gesagt, er schmilzt. Dann hat mein Vater gedacht, wo ist der Schneemann dann? Und dann hab ich gesagt, weg. Dann hat mein Vater gesagt, genau das wird mit deiner Mutter passieren. Und da habe ich es verstanden. Der dringlichste Wunsch der Mutter, ihre taube Tochter soll auf eine Regelschule kommen. Damals absolut unüblich. Ich bin eingeschult worden am 4. August und am 24. August mit meiner Mutter gestorben.
Ich glaube, wenn ich es in der ganzen Dimension damals begriffen hätte, was es bedeutet, jetzt alleine in der hörenden Welt zu sein, ohne das Bindeglied, was meine Mutter war. Wenn ich das in der ganzen Dimension begriffen hätte, wäre umgeknickt wie ein Kreislauf. Für die Integration ihrer Tochter hat Nathalies Mutter erfolgreich gekämpft. Als einziges Kind mit einer Behinderung wird Nathalie an der Regelschule integriert. Später wird sie ihr Abitur machen. Als Nathalie 9 Jahre alt ist, wird ihre Schwester Lara geboren. Nathalies Vater hat einige Jahre nach dem Tod der Mutter noch einmal geheiratet. Ich habe gemerkt, als Lara auf die Welt kam, ihr hattet ja ein sehr enges Verhältnis. Und wenn du so Lara rumgeschleppt hast, ja, irgendwie so geknuddelt hast, da habe ich gedacht, ja, das, was euch so gut tut, ist diese sprachlose Innigkeit. Ja. Das konntest du mit Lara am besten. Die Schwestern verstehen sich auch ohne Worte. Erstmals erlebt Nathalie eine Beziehung ohne Anstrengung und Druck. Nathalie ist 11, als ihre Schwester Alicia geboren wird. Beide Schwestern haben gelernt, Lippen zu lesen und tonlos zu sprechen. So konnten sie ungehört Geheimnisse austauschen. Wie viel Mehl? 250. Also für mich war der Umgang mit Nathalie total selbstverständlich. Also, dass ich sie angeguckt habe, wenn wir geredet haben. Ich konnte auch, ich habe meinen Eltern nicht geglaubt, dass sie mir zuhören, wenn sie mich nicht angeguckt haben, als ich klein war, weil ich Zuhören mit Visualisieren verbunden habe. Also, wer mich nicht anguckt, der hört mir nicht zu. Nimm da was mit dem Löffel wieder rein. Nein, ist schon okay. Das ist voll eklig, wenn der da ist. Nein, dann machen wir da eben mehr Zucker drauf. Also ist ja alles in die Mülle, oder? Ja. Das wird nicht so ein großer Kuchen. Das ist ja auch nur der Boden. Die werden ja eh halt gebacken. Ja. Hier. Der klebt an meinen Finger. Der klebt. Der muss ein glatter, runder Klopse. Ja. Lara studiert Medizin. Sie will sich spezialisieren auf hörgeschädigte Kinder. Nathalies Operation des Cochlea-Implantats steht kurz bevor. Der Mürbeteig sieht anders aus als sonst. Es ist das letzte gemeinsame Kaffeetrinken vor der OP. Ich habe dich nie so als behindert gesehen. Weil du hast ja dein ganzes Leben total selbstständig gestalten können. Und deshalb war für mich deine Behinderung nie so vordergründig. Weil ich bin damit einfach geboren, mit einer tauben Schwester und dich als tauben Menschen an meiner Seite. Ja. Weil ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ja. Also ich konnte viel weniger nachvollziehen. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, was da passiert. Ich hoffe, dass es gut geht. Weil das ist so meine größte Angst, dass sie es einschaltet und nichts hört. Ich nehme Abschied von der Saat jetzt, aber kann ich sagen, ich weiß, wovon ich Abschied nehme, aber ich weiß nicht, wofür. Was kommt danach auf mich zu? Ungewiss, wie es Nathalie nach der Operation gehen wird. Mit Alicia genießt sie zuvor noch mal einen ausgelassenen Abend. Nathalie spürt den Rhythmus der Musik über die Vibration des Bodens und der Gegenstände. In der lauten Disco profitieren die beiden davon, Lippen lesen und tonlos sprechen zu können. Der Tag der Operation. Rund 3 Stunden wird Dr. Silke Helbig Nathalies linkes Ohr operieren. Hier ist hinterher der Magnet drin. Das heißt, hier sitzt die Spule dann drauf.
Das Cochlea-Implantat besteht aus einem Magneten und einer Spule. Um es in den Schädel zu operieren, ist die Medizinerin auf ein Mikroskop angewiesen. Denn sie wird einen winzigen Schlauch ins Innenohr einfädeln. Also das ist im Prinzip das Wunderwerk Technik, was es gibt. Hier drin hier die Spule mit dem Magneten. Und das ist das, was wir jetzt letztendlich versenken wollen. Hier ist so eine kleine Verdickung. Also das ist das, was in der Hörschnecke landet. Die rollt sich halt hoch in die Hörschnecke. Im dünnen Schlauch liegen Elektroden, die in der Gehörschnecke von nun an Schallwellen zu Nathalies Hörnerv leiten sollen. Das kleine Stück Gewebe, das da. Das muss jetzt gleich zucken. Jetzt kommt es darauf an, ob Nathalies Hörnerv überhaupt reagiert. Jetzt? Ja. Ups, was? Gut, das ist ja erfreulich. Sensationell. Sensationell, dafür, dass dieser Muskel sich noch nie bewegt hat. Die Operation ist gut verlaufen. Doch noch lässt sich nicht sagen, ob Nathalie auch hören kann. Vier Wochen muss sie warten, ehe das Implantat eingeschaltet wird. Erst soll die Wunde hinter dem linken Ohr vollständig verheilen. In dieser Zeit ist sie krankgeschrieben und soll jede Anstrengung vermeiden. So, Frau Sürth, jetzt wollen wir mal Sie in unseren Anpassraum bitten. Ende Mai 2008. Heute wird Nathalies Cochlea-Implantat zum ersten Mal eingeschaltet. Aber es ist sehr gut verheilt. Den Sender, der die Hörimpulse an das neue Implantat weitergeben soll, legt der Audiologe Uwe Baumann an. Ich bringe alles durcheinander. So. Ach Mensch. Das ist nur der Einschaltmoment. Das ist dann okay. Wie ein Schlag, weil die Nerven alle so viel Information bekommen. Okay. Und dann gewöhnt sich der Nerv und es wird dann ganz langsam schwächer. Ja, das ist ganz normal. So, wir machen jetzt den ersten Hörtest mit dem Gerät. Wie stark ist es, wenn ich spreche? Ba, 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 ba. Also es fühlt sich nicht an wie unterschiedliche Töne. Es fühlt sich an, wie als wäre das räumlich woanders. Ja. Den Ton selbst kann ich nicht unterscheiden, aber die Räumlichkeit wäre woanders. Ja. Okay, gut. Sch, 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 kommt nichts. Gar nicht, nee. Gut. Ja. Ba, ba, ja. Jetzt ist es deutlich. Achtung, nicht erschrecken. Oh. Okay. Also ist so stark, dass einem schwindelig wird. Die Empfindung ist noch nicht so richtig hören, weil man das nie aktiviert hatte im Gehirn früher. Es ist sehr ungewöhnlich. Also es hört sich überhaupt nicht wie Töne an oder wie Klänge, Geräusche, sondern es fühlt sich mehr an der Kopf. Mit Stromschlägen versetzt. Man merkt, der Muskel macht irgendwie mit und strengt sich an, aber ganz, ganz am Anfang. Und es war. Ja. Während der ersten Hörtage prasseln sämtliche Geräusche ungefiltert auf Nathalie ein. Ihr Gehör ist auf dem Stand eines Neugeborenen. Nie hat ihr Gehirn gelernt, Geräusche oder Laute zu identifizieren. Es war eher nervig. Es war unglaublich nervig. Es war jetzt kein, oh, das ist ein schöner Ton. Oder die Suche nach schönen Tönen, die fand einfach nicht statt. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht einfach wird. Aber dass ich nur anfangen muss, damit habe ich nicht gerechnet. Und da habe ich am Anfang schon die Wut gekriegt. Ja. E. Nochmal bitte. E. Nochmal. E. O. Nein. Nein, war E, ne? War E. Ja. Ja. O. Nochmal bitte. O. E. Nein. Noch. Ja. Nein. 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 O. Wenige Wochen nach der Operation beginnt Nathalie intensiv zu trainieren. Jedes Wort, jedes Geräusch muss ihr Gehirn neu abspeichern. War das Pfeifen? Ja.
19. 19. 86. 86. Fuß. Noch mal. Fuß. Ja. Mhm. Ball. Reiz. Ziel. Fest. Lamm. Mann. Trompete? Mhm. Ich glaube, die Orgel. Mhm. Schote. Schote. Gebote. Gebote? Ja. Okay, Gebote. Super. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Ja! Okay. Super, das war toll. Januar 2010. Fast 2 Jahre sind seit der OP vergangen. Nathalie arbeitet inzwischen als selbstständige Planungsarchitektin, leitet die Arbeiten auf der Baustelle. Okay, das wird eine Außenküche. Das ist die Pferdegehöhe. Es hat auch ein bisschen natürlich mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein von der Operation auch zu tun. Das ist mir mehr zutrauen, ich mir verstehe, das ist auch verstehe, wenn der Handwerker gerade so beschäftigt ist und ich seinen Mund nicht sehe. Ach, Esther, du Fischer. Im November 2011 gibt es Neuigkeiten. Minuten sind unheimlich schnell. Krass. Bisschen wie Techno-Musik. Ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja? Ja. Okay. Hier. Okay. Ich bin zu früh im Schlaf zu gehen. Wunderbaren Mittagsschlaf gemacht. Im März 2012 kommt Tochter Aurelia Mathilda zur Welt. Da ist das Buch. Die kleine Raupe im Messer. Mit dem Buch essen hat sie so Hunger wie die Raupe. Und sie hört. Ich habe meine Tochter bekommen. Und das war natürlich viel einschneidenderes Erlebnis. Ein Kind zu bekommen ist noch viel gewaltiger als ein paar Dezibel Gesang zu bekommen. Inzwischen ist Aurelia 4 Jahre alt. Das Hören übt Nathalie immer noch, manchmal auch zusammen mit ihrer Tochter. Nächste Geräusch. Ist das ein Tier? Nein. Fängt mit B an. Ein Baby? Ein Baby, der schreit. Oh, stimmt. Eine Hüppe? Hüppe vom Auto. Okay. Ja. Natürlich ist man auch mit schlechten Ohren eine gute Mutter, wenn man ein Kind liebt und gut versorgt. Das ist gar keine Frage. Aber für mich persönlich ist es schön zu wissen, ich verpasse mein Kind nicht und ich höre es und ich erlebe es. Ich spüre es. Ja. Nathalies Wunsch, ihr Kind zu hören, hat sich erfüllt. Doch alles hängt an der Technik. 5 Jahre nach dem Eingriff entzündet sich Nathalies implantiertes Ohr. Es ist unklar, ob das künstliche Gehör wieder entfernt werden muss. Ich bin von einem Tag auf den anderen wieder so taub. Wie noch nie. Also mit dem Hörgerät war ich auch taub, aber habe ich wenigstens das Hörgerät gehabt. Aber da einmal gar nichts mehr. Und dann würde mir vorgeschlagen, mich sofort zu operieren auf dem anderen Ohr, weil man dann auch keine Zeit verlieren wollte. Nathalie stimmt der Operation zu und lässt ein zweites Cochlea-Implantat in ihr rechtes, noch taubes Ohr operieren. Doch trainiert hatte sie all die Jahre immer nur die andere Seite. Beim rechten Ohr beginnt alles von vorn. Vier Uhr.
7 Uhr. 81. 68. 6 Uhr. 8 Uhr. 40 minus 40. 40 plus 20. Paprika, Tomate. Ist auch ähnlich, aber nicht gleich. Ich habe eine Kartoffel und Karotte. Die Hörreize von rechtem und linkem Ohr werden im Gehirn getrennt abgespeichert. Nathalie muss jedes Wort, jedes Geräusch, jeden Laut wieder völlig neu lernen. Glücklicherweise war aber so, dass die Schwellung zurückgegangen ist und es wieder funktioniert hat. Herbst 2020. Nathalie hört nun wieder mit ihrem linken, inzwischen 12 Jahre alten Implantat. Und die Familie hat Zuwachs bekommen. 1, 2, 3! Sohn Julius ist inzwischen 5, Aurelia 9 Jahre alt. 3, 4, 5. Hörtraining macht Nathalie schon lange nicht mehr. In ihrem Leben mit Kindern, ihrer Arbeit und im Haushalt findet sie dafür keine Zeit. Die Entzündung kam lange nicht zurück. Doch dann die Corona-Pandemie 2020. Auf einmal tragen alle Mundschutz. All die Jahre konnte sich Nathalie, wenn es laut war, zusätzlich zum Implantat, auf das Lippenlesen verlassen. Das fehlt ihr jetzt komplett. Wie heißt der? Weinbergkäse. Sobald mehrere Leute zusammenkommen, ist in der Regel in der Umgebung auch laut. Und da ist für mich sehr, sehr schwer. Da bin ich noch mehr Lippen. Bild angewiesen wie vorher. Der Überbegriff ist Weinbergkäse. Ah, okay. Wissen Sie, ob mein Vater heute schon bei Ihnen war? Der Dr. Gürt war ganz kurz da. Was hat der Dr. Gürt gekauft? Der war ganz kurz da, hat der Thomas gesagt. Ja. Und? Ist merklich, im Prinzip so wie früher. Also so wie früher. Ja. Vor der OP. Das natürlich permanent übersetzt habe. Zack. So, tausend Dank. Dankeschön. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss. Trotz des Sauwetters. Ja, ciao. Seit 3 Jahren arbeitet Nathalie fest angestellt. Inzwischen plant und entwirft sie Inneneinrichtungen. Hallo. Teppichauswahl für ein aktuelles Projekt. Hier kennt man Nathalie und verzichtet ausnahmsweise auf den Mundschutz. Hat gesagt, dass ob das schon mal verwendet würde im Hilting. Passt sich ganz gut an. Bisschen rauer, ne? Aber ja, ich sage, Konferenzbereich an eher. Ja, genau. Aber was spricht dagegen, das auch von HTW machen? 6 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche. So kann Nathalie ihren Arbeitsalltag gut mit Johannes und den Kindern vereinbaren. Eine Sache. Auch nach 12,5 Jahren mit dem Implantat strengt sie das Hören an. Unablässig muss sie Töne, Geräusche, Stimmen und Lärm verarbeiten. Nathalie kann das Hören einfach ausschalten, wenn sie Sehnsucht nach der Stille hat. Wenn das Implantat aus ist, tut sich wie so eine neue Welt auf, die nur mir gehört, weil ich einfach gerade eine Aufgabe mache und ich bin durch nichts abgelenkt. Ja, und ich hatte ja schon immer die Gabe, mich sehr stark auf etwas zu fokussieren, aber in dem Moment, wo ich das Implantat aussehe, ist es wie so ein Brennglas. Dann ist es ein Punkt und nichts anderes fehlt. Wie abhängig sie von der Technik ist, bekommt Nathalie im Sommer 2020 zu spüren. Wieder eine Schwellung am geübten Ohr und unerträgliche Kopfschmerzen. Eine Computertomographie bringt nicht die erhoffte Diagnose. Nathalie sucht Vertrauensärztin Silke Helbig auf. Hier sind zum Beispiel die Implantatgehäuse. Und man sieht, dass die auch strahlen. Selbst in der Computertomographie machen die einen Artefakt. Durch die im Ohr transplantierten Magneten überstrahlen die CT-Bilder und lassen schwer erkennen, woher genau die Schwellung kommt und wie stark die Entzündung ist. Unschön wäre, wenn es dann eine entzündliche Schwellung ist. Aber meistens, muss man sagen, tauchen diese Schwellungen plötzlich auf
und verschwinden innerhalb der nächsten 8 Wochen wieder. Okay. Sodass man annehmen kann, eigentlich, dass es doch irgendeine kleine Unterblutung ist, von der man gar nicht mitbekommen hat, Kopf gestoßen. Also eine wirkliche Abwehrreaktion auf das Implantat ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil die wäre ja dann dauerhaft da. Glücklicherweise geht die Schwellung nach einigen Wochen wieder zurück. Also wenn das Implantat komplett ausfallen würde, weil die Abwehrreaktion zu stark, zu häufig ist, man würde das Implantat rausnehmen, das wäre schon ein herber Verlust. Mama? Ja? Kann ich mir noch so einen alkoholfreien Cocktail machen? Sind dann so Momente, wo man Angst hat und denkt, hoffentlich ist es nicht Schlimmeres oder hoffentlich führt es nicht zu einer neuen Operation oder keine Ahnung, hoffentlich müssen wir nicht darauf verzichten, auf das, was wir da schon haben. Auch wenn dieser Nügel ist, ist jetzt auch ein bisschen groß, oder? Was es natürlich auch durch die Jahre hindurch immer wieder mal gab. Es gab Entzündungen am Ohr. Es waren auch Phasen, wo Nathalies Implantat auch nicht funktioniert hat. Das Hören ist dann auf einen Schlag nicht mehr da gewesen. Für die Kinder war es fast unerträglich. Also wie kann die Mama es nicht hören, wenn ich sie rufe? Und in den Phasen war auch sehr klar, wie wichtig und wie zentral es für uns mittlerweile geworden ist, was wir für gegeben einfach hinnehmen. Um ihre Kinder auch zukünftig hören zu können, muss Nathalie das ungeübte Ohr eines Tages vielleicht doch weiter trainieren. Nathalies langer Weg aus der Stille ist nicht zu Ende. Das Implantat hat mir unglaublich viel gegeben, aber nicht so viel, wie ich das damals vor 12 Jahren vermutet hatte. Ich hätte schon mehr erwartet damals, aber aus heutiger Perspektive sage ich mir, klar, wie kann ein Mensch, der 30 Jahre nicht gehört hat, so viel erwarten? Aber ich würde mich aus heutiger Perspektive sofort wieder operieren lassen. Einfach, weil eben dieses bisschen, was dazukommt, einfach sehr viel wert ist. Meine Tochter, die Aurelia, spielt jetzt seit einem Jahr, glaube ich, Geige. Und wenn sie übt, da klingt für mich so schön. Ich denke dann immer ein bisschen an die Dünen, an das Meer und die Dünen. Das ist so sanft. Ich mag das sehr, wenn sie spielt.